Und damit willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Team World 5. Wir sind auf der neuen West Coast Mainline Strecke London-Houston nach Milton Keys unterwegs mit dem Pendolino in der Virgin-Lackierung. Ist so aus dem Workshop raus. Und wir sollen zum ersten Mal hier die Türen aufmachen. Das machen wir doch. So, bitte einmal links entriegeln. Und wir werden hier erstmal die ganzen Spaßsysteme anmachen. Also erstmal die ganzen Systeme hier bestätigen. So. Was haben wir denn hier? Das machen wir an. Das machen wir an. So. That's a happy. Good, good, good. Das sieht. So, das sieht so aus, als wären hier alle Systeme drin. Das ist an. Ja, ich setze mich ja schon hin. Mein Gott. Ich glaube, das kann ich mir kurz umgehen, indem ich hier auf neutral gehe. Dann sollte er sich nicht beschweren. Die Lichter machen wir auf Day Running. Und ich glaube, das war's. Dann sollte er diesmal losfahren. Wir können die Türen kontrollieren. Current fault list, audio announcement, manual. Passenger Comfort Check. Oh, mal kurz rein. Alles an, Saloon Temperatur. Cool. Wir haben unterschiedliche Temperaturen. Was haben wir denn da? F1 Main Menu. F3 More Options. F4 Boost Mode. Ah ja, schauen wir uns dann später bei der Fahrt nochmal an. Wir sollen die Tür verriegeln. So. Bitte einmal zumachen. Na? Sind zu. Okay, gut. Das war's. Richtung Sender nach vorne. Und dann schauen wir mal, dass der Kollege hier losfährt. Ah, geil. Funktioniert beim ersten Mal. Und nein, ich habe das nicht vorher geübt. Natürlich habe ich das. Dass ich mich beim Stream mit dem Ding nicht vom Fleck kommen bin. Sidri. Ist halt eine geile Lackierung in Virgin. Schade, fahren die nicht mehr. Also nicht in England zumindest. Wobei, ich glaube, ich habe da irgendwas gelesen, dass da wohl wieder was kommen sollte in der neuen Ausschreibung. Aber da müsste ich jetzt lügen. Wir haben auf der ganzen Strecke nur einen einzigen Halt. Das ist Milton Keynes. Und das ist dann auch Ende der Strecke. So. Raus aus der Großstadt hier. Jetzt für den Anfang noch etwas langsam unterwegs. Aber das Gleisvorfeld hier vor London Houston, das ist schon nicht schlecht. Und auch so rein performance-technisch geht die Strecke irgendwie besser als wie die Frankfurt-Strecke. Also da auf der Frankfurt-Strecke ist es relativ übel mit diesen Laderucklern. Oder wenn man mal kurz nach hinten schaut oder nach vorne. Ihr habt das vielleicht im ersten TSW5-Video gesehen. Das ist bei der Strecke jetzt nicht so wirklich der Fall. Ja, Pendolino selber, den bekommt sie bei der Deluxe Edition. 80 Kilometer auf der Strecke, also 50 Meilen und insgesamt 28 Bahnhöfe.
bei denen wir halten können. Wir haben da die BA Class 350, die Sau von BA Class 374-2. Wir haben natürlich die Class 66. Und wir haben auch die 1972 MK2 Stock von der U-Bahn, weil da eine Teilstrecke mit dabei ist. Aber wir können mal Gas geben. Wir können hier mal ganz durchdrücken. Klingt, als hätten wir hier Dieselmotor. Und jetzt hier bei der Class. Nein, da fährt was da unten. Es ist so irre. Oben fahren Züge, unten fahren Züge. So ein Layout muss dann auch erstmal einfallen. Nee, aber die, der Pendolino lässt sich ganz geil mit dem Raydriver fahren. Nachdem der hier ja den Kombihebel hat. Machen wir Instrumentenlicht an. Und wenn wir dann draußen auf der Strecke sind, dann werde ich mir diesen Display hier nochmal ein bisschen genauer ansehen. Und draußen. Ja, es ist ein bisschen schade, dass die West Coast Mainline, also das Add-on hier jetzt nicht viel länger ist. West Coast Mainline ist eine ewig lange Strecke. Aber es kommt ja eine Third-Party-Strecke, die ja relativ lang sein soll, auch auf der West Coast Mainline. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe jetzt geheim immer noch, dass wir vielleicht irgendwie mal, irgendwo mal ein Hood-Merch kriegen. Zum Beispiel mit der Frankfurt-Strecke wird sich anbieten. So, Vollgas. Oh, das müsste die U-Bahn sein hier. Ja. Mit dem Depot da. Ja, vielleicht sehen wir sie sogar mal kurz vorbeifahren. Aber jetzt so rein von der Ausgestaltung her sieht der Bereich nicht schlecht aus. Also mit gut Grünzeugs mit dabei. Ich glaube, dass die ganze Strecke so bleibt mit dem optischen. Oh, sind auf 100 Meilen oben. Ich gehe auf die 120. So. Der Hebel ganz nach hinten. Vollgas. Rechts haben wir hier nochmal Depot hier.
steht nur ein bisschen wenig rum. War das normal für die normalen Szenarios hier? Beziehungsweise jetzt wollen wir hier vorplanen. Das ist kein Szenario per se. Aber ich werde mal die Klimaanlage ausmachen. Weil für den Soundunterschied. Ach, da steht ja doch ein bisschen was. So, 120. Jagen wir dich noch auf 125 hoch. Gut, Stufe 2. Sollte erstmal reichen. Grüne Welle fürs Erste. Schauen wir uns mal diesen Display an. Also, das war das Special Comfort Check hier. Gehen wir wieder zurück. Das ist das Erste. Current Fault List. Da ist nix. Ah, beziehungsweise, ne. 3. Audio Announcement. Geht leider auch nicht. So, Manual Fault Reporting. Macht auch nichts. Paged Messages, auch nix. PR Zone Selection, auch nicht. Messenger Loading, macht nix. Train Systems. Traction Brake, AUX, Battery, Airbag, Hot Axle. Alles okay. So muss es sein. Und sein Off mache ich mal nicht, das war ja abmelden. F1, Backup Speed. Passiert nix. F2, Fleet Alert. F3, More Options. F4. Oh, das ist nur good to know. Wenn man hier in diesem Display drin ist, dann kann man hier nicht auf ABS drücken. Aber ich glaube, das war eigentlich soweit schon mal alles Interessante. Ich glaube, ich mache diesen Boost Mode mal an. Einfach mal zu schauen, wie das ist. Für den Fall, dass wir nochmal. Ah, nee. Wenn wir nochmal runterbremsen. So, F4. Dann mache ich einen anderen. Bleiben wir bis jetzt auf Eco. Ansonsten die ganz normalen Funktionen, wie wir sie kennen. Temporary Isolation Fault. Wieso? Ich habe dich doch eingeschalten. Auf normal. Er wird mich jetzt vermutlich nicht aufstehen lassen, oder? Doch, aber nur für kurze Zeit. Ja. Ich meinte eigentlich, ich hätte jede Sicherung angemacht. Naja, gut. Nicht so tragisch. Ah, da hinten müssen wir runter auf 110. Das ist der F4 Boost-Modus. Meilen, 62 Kilometer. Ja, ich bin auch zusätzlich ein anderes Szenario gefahren. Das werde ich euch auch noch zeigen. Ist noch ganz cool. Da hat man dann bei einem Bahnhof eine, ich will nicht gerade sagen, Paralleleinfahrt. Aber eine zeitgleiche Einfahrt von zwei Pendolinos. Das sieht nur ganz nett aus. Und auf der Frankfurt-Strecke gibt es noch eine Mission. Da muss man den liegen gebliebenen ICE helfen. Und das sah jetzt so aus, dass du da mit Fullspeed auf der Highspeed-Strecke unterwegs bist. Und dann kommt eine Meldung, ja, da ist ein ICE liegen geblieben. Du sollst neben dem ICE stehen bleiben. Und dann die Leute von dem kaputten ICE mit aufnehmen.
Ist spannend. Ich hätte vermutlich gesagt, der ICE wird abgeschleppt, aber das, was sie da im Szenario machen, ist nicht schlecht. Aber das zeige ich euch noch. Hat mehr Details als gedacht. So, aber rein so von der Umgebung her. Da kommt eine Strecke rein. Haben sie das tatsächlich mal gut gestaltet hier? Und vor allem, ich bin sehr überrascht von der Performance. Die Strecke läuft wirklich gut. Ich meine, sie hat auch so ihre kurzen Lademomente. Aber die sind jetzt nicht so intensiv wie auf der Frankfurt-Strecke. Okay, 115. Also ich merke jetzt keinen großen Unterschied beim Boost-Mode. Eventuell ist es noch ein bisschen mehr sichtbar, wenn man aus dem Stand hier weggeht. Und wieder Max Speed 125. Wisst ihr was? Ich mache da mal ganz kurz ein Foto, wenn er da so gerade so schön in der Kurve drin ist. Ah. Neigetechnik ist schon was Schönes. Ja. Sieht doch gut aus. Übrigens, das ist ja auch neu. Man kann ja jetzt hier das Wetter ändern. Also sie, wenn man sie mir sagen, neblig oder leicht bewölkt, Gewittersturm, inklusive Temperatur. Nee, lass doch gerade irgendwie nicht zu. Und natürlich, Uhrzeit kann man ändern. Oh, das sieht auch geil aus. Machen wir nochmal schnell das Foto. So, wieder raus hier. Moin, Kollege. Und wir könnten noch mal schauen, was die Drehgestelle so machen. Idealerweise, wenn wieder eine Kurve kommt. Also sie tun immerhin schon mal ein bisschen wippen. Jetzt los. Ach, Overspeed. Entschuldigung. Da hätte ich jetzt fast eine 20 kassiert. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie sie das umgesetzt haben. Auch wenn ich mit der Stange nicht so ganz happy bin. Aber gut. Ja, 122, 123 momentan. Speed supervised. Gar nicht geprüft. Habe ich eigentlich die Lichter hinten an? Jo. Alles tut die.
Was? Warum? Und doch grüne Welle hier. Bisschen schade, dass jetzt die ganzen HSTs so weit verschwunden sind. Die machen nur noch Regio-Service, bzw. Sonderfahrten. Für mich einer der schönsten Schnellzüge, so generell. Mein Lieblingszug. Neben der Class 47 und 40. Das sind echt so meine englischen Lieblinge. Eigentlich müssen wir wieder 47 fahren. Aber jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Beziehungsweise gestern auf Discord ist eh Diskussion gewesen zu TSW 5 und ob man es kaufen soll oder nicht. Beziehungsweise grundsätzlich erster Tipp, wenn ihr schon TSW habt in der Form, dann holt euch jetzt das kostenlose Upgrade in den ersten 30 Tagen. Ich finde es ein bisschen mad, dass es halt nur für 30 Tage ist, anstatt dass es per se, wenn ihr das haben, ein Ding ist. Und dann mit den Editions muss dann jeder selber wissen, was ihm das wert ist. Oder welche Strecken ihm das wert sind. Da war da nicht gerade 100? Geh mal her, Gas. Wie zum Beispiel eben Flixtrain mit der Vectron. Da ist halt die Frage, will man die spezielle Vectron haben und die Personenwagen dazu oder reicht die normale Vectron, die man vielleicht schon hat? Und dann macht man sich ein Livery drauf, will man die Frankfurt-Strecke haben, will man die West Coast Mainline-Strecke haben oder die Boston-Strecke, glaube ich, war es in Amerika. Persönliche Präferenz, sage ich mal. Aber diese Quality of Life Updates, wie die sollte man sich schon mal holen für die Kleinen. Man profitiert natürlich in der kostenlosen Variante jetzt nicht von diesem Conductor Mode, also von diesem Zugbegleiter-Modus. Außer Daftel Games tut die alten Strecken und auch die Third-Party-Anbieter alten Strecken in der Hinsicht updaten, dass es dann auf den alten geht. Solange die kein Update kriegen, läuft es halt nur auf den neuen und halt nur bei gewissen Zügen. Das habe ich auch im letzten Video schon erzählt. Das wäre aber halt schon irgendwie nice, wenn sie das noch ausweiten und wenn sie vielleicht diesen Conductor Mode noch ein bisschen interessanter gestalten. Also eben, es sind irgendwelche Vorfälle oder man Person wird irgendwie rausbegleitet. Ich gehe aber davon aus, bevor das passiert, müssen sie irgendwie generell das System überarbeiten, wie die Leute agieren. Also diese KI-Leute da. Und die haben ja jetzt schon teilweise Probleme mit Treppensteigen und aus dem Zug ein- und auszusteigen. Aber ich muss sagen, jetzt so rein vom Optischen gefällt mir die Strecke hier. Da würde ich mal auf alle Fälle nochmal auf das Low fahren wollen und da mal vielleicht einen Güterzug. Und so wie ich die Community kenne, wird es nicht lange dauern, bis wir dann hier einen Custom-Fahrplan haben werden. Und die sind echt nicht schlecht. So, knapp 16 Meilen noch, dann haben wir die Strecke abgefahren. Tja, wir haben von Güterzügen geredet. Da haben wir einen. Nein, ja, ein bisschen zu schnell. Vor allem, wie schnell die Community da mit so Lackierungen sind.
ist das Spiel noch nicht mal offiziell komplett draußen, sondern nur im Early Access, also Early Access in Anführungszeichen. Und dann hast du im Traders Club einfach schon zig Libraries für die Sachen. Ich glaube, ich mache das wieder aus. Machen wir normalen Modus. Mein Kollege. Und ziemlich sicher werde ich hier mal mit Nature's Team rumgurken. Die Strecke schreit danach. Und ich muss auch sagen, so rein so vom Rollsound, ohne dass ich jetzt viel Erfahrung habe mit dem Original, klingt eigentlich ganz okay. Ist jetzt für mich nichts Störendes dabei und es klingt eigentlich authentisch. Moin sehen. Bin ich mal gar nicht mehr sicher. Ich glaube, auf der East Coast Mainline sind es momentan dabei, EDCS auszubauen. So ein bisschen EDCS vorne in TSW, das wäre eigentlich. Warum bist du jetzt auf Ausgangen? Nee. Kannst du bitte aufhören zu bremsen? Ach man! Das ist bestimmt wegen dem Raydriver. Aber der Richtungswelle vom Raydriver, der ist in so einer Zwischenposition. Der hat entweder nur ganz nach vorne und dann ist hier aus. In der Mitte auf neutral oder halt rückwärts. Und vorwärts ist so einer schrägen Mittelstellung. Vermutlich hat er da gerade so ein bisschen einen Notch gekriegt, dass er auf off gegangen ist. So, dann kann ich ja das mit dem Boost-Modus mal ausprobieren, wenn wir schon mal stehen. Ach ja. Na? Ja, okay. Einmal ganz nach hinten ziehen. Das klingt halt wie ein Dieselmotor. Und hier drin ist es dann einfach nur so ein kleines Pfeifen. Aber ja, er zieht an. Im Boost-Mode. Nicht schlecht. Haben wir halt eine ganz kleine Verspätung. Was soll man denn da sein? Um 49, jetzt ist es 42. Schon wieder auf 70 oben. Ey, ja. Man müsste eigentlich diesen Richtungswender, wenn man hier sowas hat, anders mappen auf dem Raydriver. Ich meinte, auf Train Sim World Community, wo ich die ganzen Mods und Kuchen her habe, hat es, glaube ich, so ein Tool, wo man dieses Remapping machen kann. Das kannst du in der Standardversion von TSW 5 ja nicht. Leider.
7,6. Ja, jo. Bin eigentlich soweit zufrieden jetzt mit der Fahrt. Bis auf das kleine Upsi da. Was macht eigentlich der Sound, wenn ich hier die Fenster aufmache? Nicht sehr viel. Na, hier? Oh, überschaubar.115. Was für der Max Speed. Ja, und oben. Da kann man sich echt nicht beschweren. Also mit Nature Steer ist er wesentlich länger gebraucht. Zurück zu auf Stufe 1. Weil das Schwierigste kommt jetzt noch für mich. Saubere Anhalten. Ach ja, ich und Anhalten am Bahnsteig. Mal mit dem Ausdekorieren da hinten ein bisschen gespart in der City. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Also vor allem so nah im Sichtbereich, also der Straßen so fehlen. So, 2,8. Ich würde mal sagen, wir tun mal ein bisschen coasten. Und ja, wir doch sicher signaltechnisch jetzt abholen, oder? Ja. Halt erwarten. Oder noch nicht. Das nächste Signal wird halt erwarten und zeigen. Also, beziehungsweise, dass das nächste Signal halt rot ist. Viel zu stark unterbremst. Da haben wir sie ja. Das nächste Rot. Wo ist der Bahnsteig? Ach, da vorne. Wie ist es mit der Tastatur? Okay, nach links. Ah ne, Moment. Ich brauche Break, nicht Leistung. Danke, dass du aus der Bremsung wieder rausgehst.
Also die Bremsen sind echt giftig. Da muss ich noch ein bisschen üben. So, wir haben es geschafft. Das war einmal die ganze Strecke abgefahren. So, Tür auf. So, wir steigen auch mal aus. Durch die Servicetür hier. So. Ah, oh, jetzt ist er wieder voll am Rumschreien. So. Hätte man das erledigt. Das wäre unser vorzeitiger Endbahnhof. Milton Keys Zentrum. Warum ist es nicht zentriert? It's wrong. It's wrong. It's wrong. Das ist überall so. Es wird doch nicht in echt so verschoben sein. Okay, jetzt würde ich mir den Bahnhof ansehen. Okay. Ach, hier haben wir Shirley zum Einsammeln. Nicht wundern, es ist echt die Werbung mit an. Warum ist das alles so nach rechts? Also wenn das wirklich so ist, Milton Keys Central. Aber wisst ihr was? Ich schaue jetzt mal ganz kurz auf Google Bilder nach, Milton Keys Central. Und sage euch gleich, ob das tatsächlich so sein soll oder nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt. Das da ist komplett falsch. Ich habe die Schilder in zwei Varianten jetzt auf Google Fotos gesehen. Erstens geht die weiter nach unten und Milton Keynes Central, das Central steht dann drunter. Es ist tatsächlich rechtsbündig, aber das steht weiter drunter und hier links oben ist ein Logo zu sehen und die Umrandung ist falsch. Zukunftsbarbura, hier mal Bild einfügen, so als Referenz. Jetzt solltet ihr hier ein Bild sehen, wie es eigentlich aussieht. Okay, mal schauen, ob ich noch irgendwie was anderes komisches finde. Ich meine, nein. Ich will mich hier nur umsehen. Da kommt man nicht rein. Das sollte vermuten. Closed circuit television and remote video monitoring is in use at this station for your personal safety and security. Das mit der Toilette, der sollte vermutlich hier auch auf der anderen Seite stehen. Weil für die Leute, was von da kommen. Nur so ein Ding. Ansonsten. Das sieht normal aus. Wie kommen die Leute hier weg? Ach, von da. Liquid Bean Café. Komm ich nicht rein. Aber wir haben hier Soundeffekte. Okay, ansonsten hier noch was. Nee. Ist bei dir alles in Ordnung? Steht sich's gut da? Ah, Daftel Games Branding. Daftel Fashion. Ob es das wirklich gibt? Warte mal, steht das auch hier drauf? Ja, Daftel Games. Sind alles so gebrandet. Okay. Gehen wir mal kurz da oben rauf. Nur um zu gucken, ob ich da noch was entdecke. Ich kann hier raufgehen. Okay. Every cruise it takes you, your money is in safe paws. Vielen financial. Güterzug. Yes. Was ist denn das da? Ach, das muss man auch machen. Okay. Lieferroboter fixen. Och nö, da hinten komme ich nicht hin. Das wäre dann nur was für ein God-Mode. Hier wird ein Aufzug. Der? Nein. Kommst du? Der funktioniert. Doors open. Lift going down. Doors closing. Total unnützes Feature, aber Hauptsache es funktioniert. Jetzt wäre es nur witzig, wenn der Alarmbutton funktionieren würde. komme ich hier unten drunter noch irgendwie rüber?
Ist alles dicht hier. Bisschen glitschen? Nee, auch nicht. Na, das da hat keine Kollision. Hier steht einfach mal random ein Auto. Komisch. Nope. Ich komme hier nicht rein. Warum steht hier random ein Auto? Wie ist das überhaupt hier reingekommen? Über das Tor hier? Okay. Sehe ich auf die Schnelle irgendwie die Möglichkeit, darüber zu kommen? No. Aber wenn man da schon nicht rübergehen kann, dann gehe ich mal davon aus, wird doch dahinter nichts ausmodelliert sein. Beziehungsweise komme ich. Ich kann auch mal schnell gucken. Das ist nicht unser Zug, dass wir nochmal schnell in unseren Zug hier reingehen. Und mit der Freiflug. Ja, okay, ich glaube, da komme ich jetzt nicht durch, oder? Lass mich durch, lass mich durch. Dankeschön. Holy moly, wie viel steigen hier aus? Okay. Lass mich durch, lass mich durch. Da, unser Zug. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann gibt es dann eine unsichtbare Wand. So, einmal kurz einsteigen. Freie Kamera. Komme ich da rüber? Komme ich da rüber? Yes! Unsichtbare Wand. Wobei, bin ich rauf? Nee, ich komme da nicht hin. Schade, das wäre jetzt noch interessant gewesen. Ja, so overall Fazit. Ist eine nette Strecke, gern länger. Ab und zu hat es ein paar. Bye, have a great time. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass da jemand nach oben geflogen ist? Wo bin ich stehen geblieben? Ja, ab und zu fehlt es ein bisschen an der Deko. Aber ansonsten ist es eine ganz nette Strecke. Da werden wir noch ein bisschen unterwegs sein. Macht Spaß. Was? Sag mal, du kannst dir doch nicht ständig quatschen, wenn ich hier meine Abmut mache. Also, liebe Leute, ich wünsche euch eine gute Fahrt, gute Reise und dann schon bis bald zum nächsten TSW5-Abenteuer hier auf dem Kanal. Bis dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.